Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Vlog und am heutigen Tag soll es darum gehen, dass ich euch einfach mal zeigen möchte, wie sieht eigentlich mein perfekter Diättag aus. Und da fangen wir nun mal mit dem Kaffee an, der hemmt den Hunger. Ich mache immer noch einen Schuss Milch rein, ist vielleicht nicht die beste Entscheidung, weil man sagt ja mal Milchzucker, schüttet dann Insulin aus, dann kriegst du irgendwann Heißhunger und so. Ist aber bei mir einfach nicht der Fall. Die 50 Kalorien kann ich einfach sehr, sehr gut verkraften und kann dann morgens immer noch den Kaffee genießen, werde dann erstmal eine Zeit lang nichts essen und als kleinen Zwischensnack wird es dann immer noch so ein Riegel geben, eine eiweißreiche Mahlzeit. Irgendwas, was ich sag mal in einem Rahmen von bis zu 300 Kalorien liegt, sodass ich dann im Nachhinein, also in der zweiten Tageshälfte, den Großteil meiner Kalorien zu mir nehme. Auch immer wichtiger in der Diät werden Vitamine, heißt da habe ich mir Zink rein, Vitamin C, Vitamin D3 und Omega-3, aber halt auch nur Vitamin C auch nur, wenn ich mir zum Beispiel keinen Takeover oder so gönne, weil man muss mal auf den Takeover gucken oder auch auf viele andere Trainingsbooster. Dort ist immer ein sehr, sehr hoher Anteil an Vitamin C drin. Dann bin ich der Meinung, dass es nicht so erforderlich ist, aber so um die 500 Milligramm zusätzlich am Tag haue ich mir immer noch rein, weil ich einfach glaube, dass ich mir nicht so viel Vitamin C über die Ernährung im Alltag einfach reinhaue. Kurz vor 100.000 Follow auf Instagram, mega krasse Sache und deshalb habe ich mir gedacht, ich brauche ein episches Foto für die 100.000. Werden wir jetzt zum Tetraeder nach Bottrop ist das glaube ich fahren, ein paar Aufnahmen mit der Drohne machen und natürlich eine Runde mit Phoebe rausgehen. Wenn Männer im Fitnessstudio eine Frau sehen, die Kniebeugen macht. So, Spaß, Freunde, jetzt heißt es Mammutprobe da hoch. Das Witzige daran ist, so in Fernblick ist alles kein Problem, ne? Aber nach unten gucken, weil die Treppen, das sind nur so Gitter, heißt, du kannst direkt nach unten gucken. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich eine Mühe bin. Kann gut sein. Wir werden einfach mal hochgehen. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin ein Stockwerk höher noch. Guck mal rum. Es ist alles am Wackeln. Ich kann mir vorstellen, alles ist am Wackeln und ich habe Höhenangst. Junge. Jetzt will ich die Probe starten lassen. Mal ausprobieren, aber es ist ziemlich windig. Den Berg wieder runtergelatscht. Ich war nicht ganz oben, weil mit der Drohne, mit der Kamera in der Tasche und so, irgendwie hat sich das nicht so ganz sicher angefühlt. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, die letzten Aufstiege, die letzten 5 Meter in die Höhe, sparst du dir dann noch? Und es war halt auch mega windig. Ich hoffe, ihr habt mich überhaupt gehört. Hab versucht, in die Kamera zu quatschen, aber irgendwie lief das nicht so ganz. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Ein paar Aufnahmen sind drin, ein Foto sollte auch dabei sein. Und dann geht's endlich ins Training. Pommes, ne? Luisa zeigt euch heute, wie man richtig gesund einkauft. Der perfekte Diättag mit Luisa. Cashew-Milka-Eis, Pommes-Mayo. Also heute wird man... Kannst du sonst noch irgendwelche Ernährungstipps raushauen? Leute, kurz vor 3, ich habe immer noch erst ein Riegel gegessen und deshalb, bevor es jetzt ins Training geht, brauche ich auf jeden Fall noch einen kleinen Pre-Workout-Snack, oder? Ein
kurz oben Berliner bei ftdb.info eingegeben. Das sind in der Regel immer dieselben Werte. Jetzt einfach hier zum Beispiel auf den von Kamps, dann ein Stück 75 Gramm, das kommt in etwa hin. Und zack, habt ihr in etwa wie viel Kalorien und welche Makroverteilung im Berliner drinstecken. So, kann losgehen, würde ich sagen. Training in 3, 2, 1. Hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking free from this conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control. Put me under a microscope and watch me take control. Oh, and oh, what's this? I finally read this helplessness. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. And oh, oh, and dear God, save my soul, cause it is blood. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. Upside down, down, down. Leute, Viertel nach fünf, Training ist durch und ich habe noch ganz viele Kalorien offen. Ich möchte euch das einmal bei FTDB zeigen. Ich bin bei circa 500 Kalorien. Ich track ganz normal alles ein, was ich zu mir nehme. Heißt, ich tracke ganz normal meine Omega-3s ein, weil ein Gramm oder eine Kapsel sind, ist circa ein Gramm Fischöl, heißt ein Gramm Fett. Und dementsprechend wird das natürlich auch ganz normal mit eingetrackt. Genauso sieht es auch mit meinen BCAAs aus, die ich ganz normal zu meinem Eiweißbedarf hinzurechne. Deshalb bin ich im Moment bei circa 500 Kalorien. Ich will heute bei circa 2800 Kalorien landen. Heißt, ich muss zusehen, dass ich auf jeden Fall meinen Eiweißbedarf reinbekomme. Und dann sollte auf jeden Fall der Rest auch irgendwie gedeckt werden. Und jetzt geht's nach Hause. Leute, bei uns wird es heute Gyros mit Pommes geben. Nein, für mich gibt es heute Reis dazu, denn ich wollte euch ja zeigen, der perfekte Diättag hat für mich auch was damit zu tun, dass man sich einigermaßen so ernährt, dass man eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Das habe ich eher mit Reis, weil ich dadurch einfach mir ja ein höheres Sättigungsgefühl bekomme, als wenn ich jetzt mir ein paar Pommes reinhaue. Hat natürlich auch vom Volumen her ein größeres Volumen als die Pommes im Verhältnis zu den Kalorien. Dazu wird es relativ mageres Gyros geben, was wir heute extra noch geholt haben. Und natürlich selbstgemachtes Tzatziki und Krautsalat mit ein bisschen Krimfin und Speck, hast du gesagt, ne? Tzatziki, lass mich raten, da ist ein wenig Quark drin, dann ist da griechischer Joghurt drin, dann sind da Gurken drin, dann ist da etwas Knoblauch drin, Salz, Pfeffer und Dill. Und Dill. Das schmeckt aber lecker. Ganz einfache Nummer und schmeckt super. Sehr gut. So Leute, ich habe jetzt hier einfach mal alles bei FTDB eingetragen, wie es denn ungefähr sein könnte. Wie viel Gramm ich ungefähr auf dem Teller hatte, bin auf ca. 1200 Kalorien gekommen, habe noch eine Menge Eiweiß offen. Allgemein halte ich es bei der Diät so, dass ich lieber ein bisschen zu viel eintracke als zu wenig. Jetzt habe ich noch eine Menge Protein offen und was eignet sich denn da besser als ein Quark oder vielleicht Protein-Pancakes? Leute, wenn das nicht mal phänomenal lecker aussieht. Ich habe einfach noch ein paar Instant Oats hinzugefügt, habe da noch ein paar Blaubeeren reingemacht. Smacktastic, Marzipan und Vanille darf natürlich auch nicht fehlen. Und ja, das war's schon. Das ist auch ja damit meine letzte Portion bzw. meine Gute-Nacht-Pancakes im Prinzip in diesem Fall. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einfach heute mal wieder zeigen, dass Diät auf gar keinen Fall eintönig sein muss. Gerade wenn man trackt, hat das natürlich auf der einen Seite gewisse Nachteile, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele Vorteile, dass man einfach auch mega individuell
und flexibel handeln kann. Und ja, bald steht meine Diät an. Ich habe noch gar nicht mit Diät großartig angefangen. Das war alles immer nur ja, so nebenher, sag ich mal, weil einfach ja, mein Alltag relativ aktiv ist, sag ich mal, dann noch viel Training und so weiter. Und ja, dann nimmt man schon mal das eine oder andere Kilo ab. Bald geht aber jetzt die Diät los und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Startschuss dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Videoschluss, Freunde, und reinhauen.